glaube, wir beide sind da ein bisschen auseinander in der Optimistik. Können wir wirklich Atomkraft so machen, als dass sie gut funktioniert? Dort gibt es ja Leute wie Bill Gates und Elon Musk und auch Jeff Bezos und so weiter. Und ich glaube auch einige Forscher, die sich da auch sehr positiv äußern, dass das möglich ist. Auf der einen Seite neue Atomkraft, das läuft auf Atommüll. Das heißt, wir müssten nicht mal neuen generieren. Und ich bin auch sogar positiv, dass wir eine gute Lösung für Atommüll finden werden, weil wir den intelligenter, besser abbauen werden können in der Zukunft. So, und dann gibt es noch was wie Kernfusion. Das heißt, man holt quasi die Sonne, das, was die Sonne macht, auf die Erde. Dort gibt es auch ganz viele Projekte. Es gibt die gerade viele Durchbrüche in den letzten Wochen. Einige Unternehmen sagen, dass sie 2025 sogar schon die ersten in Betrieb nehmen werden. Und dann könnte man sich wirklich vorstellen, dass das ist dann eine unendliche Energiequelle auf der Welt. Und die ist auch relativ green. So, wie realistisch ist das, dass das passiert, ist eine große Frage. Ich glaube, ist er sehr skeptisch und sagt, okay, wenn ich jetzt mir das angucke, wo steht die Forschung, das wird erstmal nicht funktionieren. Aber ich bin jemand, der sage, hey, wir haben eine exponentielle Entwicklung. Wir haben künstliche Intelligenz, wir haben Quantencomputer, wir haben 3D-Druck, wir haben immer mehr Intelligenz. Wir müssen natürlich auch noch viel entwickeln, ne? Aber wir müssen vor allem auch investieren in diese Technologien. Und wenn man sowas sieht wie moderne Atomkraft, also Atomkraft 4.0 oder Kernfusion oder Windkraft eben nicht nur mit den klassischen Windrädern haben, sondern auch Drachen zum Beispiel höher schießen. Also wir könnten noch eine Menge, nur ich sehe auch gerade bei der Politik, dass man das anwendet, was es schon gibt. Da ist es natürlich viel klüger, wenn die Dachschindeln direkt Solar beinhalten und ich damit viel weniger Baustoff habe, weniger Transport und so weiter. Und das sind halt eine Lösung, zum Beispiel die Tesla, hoffentlich, ich glaube auch andere RWE und so arbeiten dran, daran machen, dass man eben nicht mehr diese doppelte... Die gibt es. Und jetzt müssen wir hingehen und sagen, wie können wir mit dem Know-how, was wir haben, mit den ganzen Quantencomputern, mit der künstlichen Intelligenz, mit den Möglichkeiten, die wir haben, uns da wieder rausmanövrieren. Wir haben auch eine große Chance, CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszunehmen. Dort gibt es effizientere Verfahren. Ich weiß, da bist du skeptisch, aber da gibt es effizientere Verfahren als Bäume. Ich finde Bäume auch super und gut, aber die können zum Beispiel auch wieder leider brennen, wie man sieht. Und wenn man zum Beispiel CO2, da gibt es Projekte, in Steine wieder verwandeln kann. Ich habe auf jeden Fall viele Schwächen. Ich verstehe die Tierwelt nicht gut. Ich habe keine Ahnung vom Haushalt. Keine Ahnung, ja. Also das ist einfach... Also ich habe gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung von...